Die Oberbürgermeister aus Hannover, Wolfsburg und Lüneburg haben sich hier in der Landeshauptstadt getroffen, um über die aktuelle Flüchtlingssituation zu diskutieren. Der Erfahrungsaustausch hat erstmal viel Übereinstimmung gebracht, dass wir in den Städten wirklich eine absolut vergleichbare Situation haben. Ein besonderes Problem der Städte ist die Frage, ist denn Wohnraum da? Und das Problem ist noch größer in den Städten, die wie Lüneburg im Hamburger Umland stark wachsen, die wie Hannover stark wachsen, auch als Universitätsstadt. Neben den Problemen mit dem Wohnraum ging es auch um die Kosten der Flüchtlingsunterbringung. Laut Innenministerium dürfen die aus den kommunalen Haushalten herausgerechnet werden. Das ist ein wichtiges Signal an die Bevölkerung, dass wir wegen der Finanzierung der Flüchtlingsaufgaben keine anderen Aufgaben, gerade freiwillige Aufgaben, nicht fallen lassen sollen. Das ist eine klare Ansage heute aus dem Innenministerium gewesen. Es klappt jetzt seit 3 Monaten gut im Ministerium, nachdem dort eine Abteilung um Herrn Götz gebildet worden ist. Da kann man sich nicht beklagen, aber er hat auch nur 24 Stunden am Tag. Da in diesem Jahr etwa doppelt so viele Flüchtlinge gekommen sind wie erwartet, brauchen die Städte noch etwas Zeit, um alles zu organisieren. Das Fazit der Oberbürgermeister war aber: Wir schaffen das.